Die vierte Wahlperiode, in der ich dem Deutschen Bundestag angehört habe, ab 2013 war mit Sicherheit eine der spannendsten, die ich politisch je erlebt habe. Erstens konnten wir ein Herzensanliegen von mir politisch durchsetzen, was die größte Sozialreform in den letzten Jahrzehnten war, nämlich die Durchsetzung des Mindestlohns. Zweitens konnte ich beim Thema bezahlbares Bauen und Wohnen in den Koalitionsverhandlungen zum Beispiel die Mietpreisbremse durchsetzen, die auch Gesetz geworden ist in dieser Wahlperiode. Und in dieser Wahlperiode hat ein Thema Deutschland besonders beschäftigt, und das war die Flüchtlingskrise. Ich bin froh, dass wir an der Regierung waren und auch ich zum ersten Mal selber Mitglied der Bundesregierung als parlamentarischer Staatssekretär im Bau- und Umweltministerium werden konnte. Ein guter Bekannter von mir, Django Asyl, der als Kabarettist mich des Öfteren in seinem Programm erwähnt hat, nämlich immer mit dem Ausspruch, einer von uns beiden hat Karriere gemacht und der andere ist zur SPD gegangen, hat auch dazu beigetragen, dass es für mich schon eine besondere Ehre war, dann in der Wahlperiode 2013 bis 2017 der einzige Niederbayer zu sein, der am Kabinettstisch saß. Und ich konnte in dieser Zeit mehr gestalten als je zuvor in meinem politischen Leben. Die Mietpreisbremse habe ich erwähnt, die ich in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt habe. Aber gerade im Bereich der Städtebauförderung konnte ich vieles bewirken, weil wir auch die Mittel erhöht haben. Meine Ministerin Barbara Hendricks hat mich sehr dabei unterstützt, dass ich gerade die Themen Bauen und Stadtentwicklung ziemlich groß voranbringen konnte. Und das Schönste in einem politischen Leben ist, wenn man auch weiß, es gibt Dinge, die man selber bewirkt hat.